Moin Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Pro Fatal. Es geht mal wieder weiter und es wird Zeit, dass wir in dieser Folge mal wieder unser Team upgraden. Und ihr seht schon, wir haben natürlich wie immer drei leere Positionen, denn ihr habt natürlich wieder ziemlich fleißig abgestimmt. Über 7000 Kommentare und fast 9800 Daumen nach oben zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video hier aufnehme. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das ähnlich nochmal bei dieser Folge hinkriegen würde. Das ist einfach unglaublich euer Support und da muss ich auch einfach mal sagen, vielen Dank. Und wir stehen ja auch kurz vor den 100.000 Abonnenten. Alleine, dass ich dieses Wort in den Mund nehme, ist schon extrem. Macht euch auf jeden Fall da auf was Cooles gefasst. Naja, und wir starten direkt mal rein. Und zwar haben wir natürlich zwei neue Spieler, die ich euch heute vorstellen kann. Und ihr habt nämlich fleißig für Paar Nummer 2 abgestimmt und das ist einmal natürlich der Player of the Year, N'Golo Kanté. Ich meine, schaut euch die Werte an. Ich habe dazu ja damals auch ein Video gemacht auf meinem Kanal, da habe ich ihn ja noch als Stürmer gespielt. Aber sonst habe ich mittlerweile jetzt 116 Spiele mit ihm gemacht. Also ist schon eine Karte, die ich sehr, sehr gerne nutze und als linken Verteidiger. Natürlich nicht aus Frankreich, sondern eine Legendenkarte Deutschland. Andy Brehme. Auch das eine Karte, muss ich sagen, mit der ich noch gar nicht gespielt habe dieses Jahr. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er denn so ist, denn die Werte sind eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Hat natürlich auch noch 5 Sterne auf dem flachen Fuß. Schadet auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir natürlich noch einen weiteren Auswechselspieler und das ist kein geringerer als N'Golan. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei sehr, sehr gute Mittelfeldspieler. Ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Folgen, wir haben jetzt hier noch 3 von den 45ern, die vielleicht noch ein bisschen austauschen können für den einen oder anderen Stürmer. Und ja, so kommen wir auf jeden Fall wieder auf die volle Chemie. Nur wir haben halt immer noch den einen Spieler, Tolisso, auf 6 Chemie. Ich werde jetzt gleich noch einen französischen Manager reinmachen, damit er auch auf 7 Chemie kommt. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns gleich direkt mal den ersten Gegner an. So, hier haben wir den ersten Gegner. Und wir schauen doch direkt mal. Er hat ja den Footy Smalling am Start. Hat dann so ein sehr günstiges Team, meistens aus Frankreich und aus der Premier League. Ein bisschen da hinten noch mit Matip und mit Butland. Sieht aber schlagbar aus, wenn man ehrlich ist. Come on, Brehme schaltet sich hier gleich mal in den Angriff ein. Sieht gut aus, Brehme. Auf Martial. Komm, Ibra. Ah, war abseits, schade. Ah, Ibra, direkt mal mit der Vorlage für King. Der Kerl ist wirklich gut, muss ich sagen. Macht ja auch direkt wieder das 1-0 und die ersten 30.000 für uns, heißt das. Komm schon, Ibra. Ja, das sieht wieder gut aus. Ibra. Ha. Ja, moin. 6. Minute, Ibra mit dem linken Fuß zum 2-0. Das war mal ein überragender Abschluss. Ich meine, mit dem schwachen. Ja, und der Ball ist einfach selbst für einen Butler nicht haltbar. Mega nice. Wieder 50.000, das fängt gut an in der Folge, würde ich sagen. Arthur hier am Ball. Auf King. In der Mitte steht Ibra. Jetzt der Scoop-Turn um den Gegner herum. Ja, 11. Minute 13-0. 130.000. So kann es weitergehen. Dann machen wir heute einiges an Münzen. Oh, wieder Ibra. Wieder sehr viel Platz. Oben läuft King und natürlich Martial. Warten wir auf Ibra. Vielleicht können wir den anspielen. Das machen wir natürlich. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Gegner nicht gleich vielleicht auch rausquitten wird. Ansonsten könnte das noch sehr hoch werden, denn wirklich gut ist er jetzt nicht, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ah, sieht gut aus. King sucht Ibra. Der ist frei durch mit dem linken Fuß mal wieder. Und ein schönes 5-0 nach 22 Minuten. Ibra. Ah, guck mal, da ist N'Golo Kanté. Können wir ja mal gucken. Legen wir nochmal rüber auf Ibra. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt jedes Tor hier reinschneiden soll. Es wird halt irgendwann, soll es auch nicht blöd klingen oder so, dürfte mich jetzt auch nicht falsch stellen. Aber irgendwann wird es halt ein bisschen langweilig, wisst ihr? Ich kann halt jetzt sowas von extrem Münzen boosten. King am Start. Versuchen wir nochmal den Abschluss. Und King macht nochmal das 7-0. Ja, und nach 7 Toren dachte sich dann der Gegner, das reicht jetzt. Wir haben 5 Tore mit Ibra, heißt 250.000, 2 mit King, heißt wir müssen dann bei 310.000 stehen.
plus die 100 Coverage wird in der ersten Halbzeit. Das heißt, wir haben alleine mit diesem Spiel jetzt bereits 410.000 Münzen eingenommen. Das ist natürlich mega gut für die Auswahl gleich. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was im zweiten Spiel auf uns wartet. Das war auf jeden Fall schon mal mega positiv. So, was ich euch aber noch ganz kurz zeigen will, bevor wir ins zweite Spiel starten, ist natürlich die Statistik mit Ibrahimovic. Was ich dazu sagen muss, ihr habt es ja, glaube ich, gesehen in der ersten Folge. Ich hatte schon ein weiteres Spiel mit Ibra gemacht. Da hatte ich, glaube ich, 2 Tore und habe dann noch ein weiteres Freundschaftsspiel gemacht, irgendwie jetzt in den letzten Tagen, um einfach noch mal ein bisschen mit ihm zu spielen. Waren es, glaube ich, auch so 2 Tore. Also die 4 Tore muss man abziehen. Das heißt trotzdem, er hat jetzt in 5 Spielen knapp 16 Tore geschossen. Geht auf jeden Fall schlechter, würde ich sagen. Also haben ja auch viele in der ersten Folge reingeschrieben, Ibra ist nicht so gut. Ich muss sagen, das hat mir schon ziemlich gut gefällt und ich freue mich auf jeden Fall auf die K.O.-Runde und ja, um mich dann gegen die Pros zu messen. Das wird dann natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache als hier im Online-Einzelspieler-Modus. Und ja, wir schauen uns jetzt mal den Gegner an. So, wir spielen jetzt gegen den nächsten Gegner hier, gegen einen Deutschen sehr wahrscheinlich. Er heißt nämlich Rille FC. Und er hat ein ordentliches Team mit Son, dem Spieler des Monats, und dem SBC Soares und Bale vorne. Sieht ganz ordentlich aus. Ah, gut gespielt vom Gegner. Da ist Bale gegen Breme. Das hat er mal mega stark gemacht, muss ich sagen. Wie er den da... Ja, lässt er leider nicht laufen. Wie er den da mit dem rechten Fuß von Bale stramm in die Mitte passt. Habe ich nicht mit gerechnet. Mega gutes Tor. Gut von Kanté den Ball geholt. Gucken wir mal. Wir suchen natürlich Martial. Vorne oben läuft Tolisso. Oder ist es King? King war es. Und wieder kein Tor. Hinten ist Arke auf Tolisso. Der auf Martial. Weiter auf King. Oh, und das ist ein Riesenfehler vom Gegner. Ich weiß nicht, ob er das gewollt hat oder den Ball nicht ganz weit abwerfen wollte. Aber egal, Arta passt auf wie ein Fuchs. Und ja, dann gleichen wir die 30k wieder aus. Ibra holt sich den Ball zurück. Martial. Legen wir wieder ab auf Ibra. Mann, schade. So, Halbzeit. Ja, ihr seht es hier, so viel hatte der Gegner nicht mehr. Aber 1-1. Ich muss sagen, dass er auf jeden Fall nicht so schlecht spielt. Oh, Martial. Hat Platz, komm Junge. Martial! Ich wollte eigentlich schon deutlich eher schießen, aber irgendwie wollte das Martial nicht. Also, ja, da hat er sich den Ball so weit vorgelegt, kann man da ganz gut sehen. Ah, das ist jetzt aber, komm Martial. Da ist es. Genauso wie gerade eigentlich, ähnlich durchgesteckt. Martial macht dann hier die 2-1-Führung. Kanté ist auch noch mit am Start hier. Können wir vielleicht wieder ähnlich durchstecken auf Martial? Dreimal nacheinander machen wir das und ja, zweimal klappt es wirklich perfekt. Zwei, drei Tore natürlich nicht mit Ibra gemacht in dem Spiel, aber ja, ich merke halt hier bei dem Gegner, dass ich einfach so die Tore machen muss, um wenigstens ein paar Münzen mitzunehmen. Und vielleicht gibt es sogar ein Rage Quit, das wäre natürlich überragend, aber ich denke mal eher nicht. Tolisso, oben läuft Kanté, das sieht gut aus. Komm schon, Kanté. Legen wir ab auf Martial, der ist heute im Torrausch, dieser Junge. 3 Tore in der zweiten Halbzeit, richtig geil. Wenn der halt nicht die Tore macht, nee, wenn halt Ibra nicht die Tore macht, dann halt Martial. Der legt ihn einfach ins Netz, nice. Innerhalb von 9 Minuten sogar der Dreierpack. Komm schon. Tolisso über den Flügel. Martial am Start, vielleicht nochmal auf Ibra. Ha, mit Ibra wird es in dem Spiel einfach nicht klappen. Das war eigentlich eine Riesenchance. So einen muss er eigentlich machen, finde ich. Ah, jetzt noch ein Angriff, come on. Ibra will vielleicht doch noch sein Tor machen hier. Sieht vielleicht ganz gut aus. Ibra, jetzt hat er mega viel Platz. Der Abschluss, jawohl. Und da machen wir doch noch ein ganz wichtiges 5. Tor, dass wir hier nochmal 50k einnehmen. Und Ibra muss natürlich in jedem Schwerfer treffen. Das ist einfach für so ein Ibra Standard. Und auch wenn es jetzt in der 90. Minute ist, 5-1 gegen, ja, mega nice, gegen einen auch wirklich guten Gegner. Und das war es dann auch mit dem Spiel und mit der heutigen Folge, zumindest vom Gameplay her. Ich glaube, wir konnten wirklich einiges einsammeln. Hier glaube ich 90k plus 50, weil die einmal 30 müssen wir ja abziehen. Das heißt 140k. Ich werde es gleich mal ganz kurz ausrechnen und
dann werden wir uns gleich die beiden Paare mal anschauen und dann dürft ihr natürlich wieder fleißig abstimmen. So, wir haben auf jeden Fall wieder mega viele Münzen gemacht. Das war eine richtig gute Folge. Ich glaube sogar bis jetzt ja, die beste, die wir hatten. Und das heißt natürlich, wir können auf jeden Fall mal unsere Innenverteidigung upgraden. Und da habe ich zwei mega starke Paare, vor allem das eine. Ich werde natürlich nicht verraten, welches ich meine, aber einmal können wir auf Paar 1 den Smalling Footy nehmen und die Legende Blanc, der auch einfach unnormal gut ist. Und sie haben eigentlich ähnliche Werte, muss man sagen. Und dann haben wir als Paar 2 auch eine französische Legende, und zwar Desailly. Und dazu Team of the Season Jan Vertonghen. Das könnt ihr mir natürlich wieder unten in die Kommentare schreiben, Paar 1 oder Paar 2. Und natürlich auch, welchen Auswechselspieler wir nehmen können. Zum Beispiel Suarez oder ein Bale oder ein Son unter anderem. Könnt ihr natürlich gerne unten reinschreiben. Und dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.